Der Fußballgott kann manchmal so ungerecht sein. Diese Erfahrung machen zahlreich angereiste BFC Preußen-Fans am vierten Spieltag der Berlin-Liga im Heimspiel gegen Sparky. Obwohl der Gast aus Spandau schnell in Führung geht, gleichen wir aus durch Liam James Kelly, um dann zahlreiche Chancen einfach liegen zu lassen. Warum? Das ist so unerklärlich. Fakt ist, nach 93 Minuten stehen unsere Langwitzer wieder mit leeren Händen da. 4 Spiele und nur ein Pünktchen in der Berlin-Liga, das ist zu dürftig. So sieht es auch ein deutlich mitgenommener Interimscoach Torben Marx auf der anschließenden Pressekonferenz. Ich glaube, wir haben uns heute wirklich auch ein Stück weit selber geschlagen. Wenn man einfach nur die Gegentore sich anschaut, da stellen wir uns wirklich blöd an. Aber es ist natürlich schon so, dass wir im Moment eine schwierige Phase haben. Das Selbstvertrauen fehlt einfach auch. Wir wissen auch, dass wir gute Qualität im Kader haben, aber die müssen wir halt auch einfach, da müssen wir es schaffen, das auf den Platz zu bringen. Da fehlt mir einfach bei dem einen oder anderen ein paar Prozent an Leidenschaft, an Konzentration. Man hat es gesehen bei den Toren, gerade auch das dritte. Wir sind zweimal gut zurückgekommen, das dritte Gegentor war wieder ein schlechter Pass von uns. Man weiß, Spandauer Kickers hat ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel. Das haben sie heute auch wieder gezeigt. Und da darfst du dir natürlich so eine leichten Fehlpässe auch nicht erlauben. Wir haben in gewisser Weise Moral gezeigt. Wir sind zweimal wieder zurückgekommen nach dem Rückstand. Aber das dritte Tor war dann einfach wieder zu viel. Und wir haben jetzt in der Saison einfach auch viel zu viele Gegentore bekommen. Und das sind nicht nur Gegentore, wo uns der Gegner schwindlig spielt, sondern wo wir einfach krasse Fehler machen. Und dann ist das auf dem Niveau einfach extrem schwer, die Spiele zu gewinnen, beziehungsweise überhaupt zu punkten. Und da müssen wir jetzt schnell die Kurve kriegen, dass wir da auch einfach in der Defensive viel kompakter, viel konzentrierter sind. Nach vorne hatten wir heute gerade in der ersten Halbzeit gute Chancen. Da müssen wir einfach noch mehr Überzeugung reinbringen, einfach das Tor machen wollen, egal wie. Und wir haben im Moment schon die ein oder andere Baustelle, ganz klar. Haben noch ein paar Spieler, die sind auch im Urlaub. Da hoffen wir jetzt auch, dass sie gesund wieder zurückkommen. Aber ich glaube, die Spieler müssen sich auch wirklich hinterfragen, ob sie wirklich dann 100% geben oder auch nur 98% oder 99%. Da muss man mit der Mannschaft dann auch nochmal sprechen. Zum Spiel. Wir haben uns hier definitiv auf ein sehr schweres Spiel eingestellt, zumal BFC Preußen ein sehr ambitionierter Verein ist. Das bekommt man ja alles mit, was hier passiert, was man hier vorhat. Auch mit ehemaligen gestandenen professionell spielenden Spielern. Also hier entsteht was. Dementsprechend war uns klar, was uns hier erwartet. Aber ich glaube, man hat heute von der ersten Minute gesehen, was wir wollten, worauf wir Wert gelegt haben. Das haben wir gleich am Anfang, in der Anfangsphase, gut umgesetzt. Das ist schon eine Qualität, die wir haben im Umschaltspiel, ne, gerade auch mit Gino Krumno, Jack Okan Tastan, Ali Bilal da in der Offensive. Das ist schon Geschwindigkeit, dass es dann gleich so gut funktioniert. Ja, ist schön. Trotzdem relativ schnell. Qualität von Preußen, Fernschüsse haben wir schon in den ersten Spielen gesehen, die gefährlich sind. Und trotzdem, es entwickelte sich so in der ersten Halbzeit ein bisschen dann das Spiel immer mehr für Preußen. Wir haben uns auch das Spielglück natürlich auch erarbeitet. Nichtsdestotrotz hatten wir immer wieder durch Umschaltspiel sehr gefährliche Aktionen. Und gut, das 2:1 ist natürlich begünstigt, ne, durch einen Fehler. Aber da musst du auch erstmal da sein, ne? Diesen zweiten Ball nachgehen, den Willen haben, und das haben wir auch gezeigt. Und zweite Halbzeit, ich halte mich jetzt mal zurück, die Elfmeterszene, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ich fand sie einfach sehr, sehr einfach, und um da jetzt nicht viel draus zu machen, ich hätte ihn nicht gepfiffen. Und aber wie gesagt, ich gucke sie mir in Ruhe an, und dann hast du einfach gesehen, zweite Halbzeit, wir haben alles reingeworfen, ne? Und die spielerische Klasse von Preußen ist da, und klar, 2:2 kriegst du gleich, ne? Das Momentum ist auch bei Preußen, ja, Brust raus, und dann ackerst du trotzdem, und dann aber wieder, ne? Du merkst einfach, wenn du mit Geschwindigkeit presst, provozierst du Fehler, und
die bestrafst du dann. Die haben wir heute bestraft und dementsprechend glaube ich, dass es kein unverdienter Sieg ist vom Aufwand, von der Arbeit, was wir hier investiert haben. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir mit 3 Punkten nach Spandau fahren.